Nenn mich Prügelknabe. Ja, du bist mein Lieblingsprügelknabe. Ah, verdammt. Bleib mal kurz stehen. Das ist schwer gesagt, während ich kämpfe. Bleib mal stehen. So. Das immer wieder. Ihr habt einen kleinen epischen Kampf verpasst, in dem mal wieder nichts passiert ist. Weil mein Headset leer war. Ja, so unglaublich episch war der jetzt auch nicht. Sag ich ja, in dem nichts passiert ist. Ich hätte jetzt noch einen blauen Kurzbogen gefunden. Was kann der denn? Warte. Plus 2 Minimalschaden und plus 1 Maximalschaden. Moment, wie stark ist der? 8,4 Schaden pro Sekunde. Angriff 1,4 Angriffe pro Sekunde. Zwei Hand. Na klar. Bogen bedient sich schlecht mit einer Hand. Oh, ich habe gerade einen netten Bogen mit 9,8 gefunden. Vampirhafter Kurzbogen des Aals. Aal. magischer Bogen plus 1 bis 2 Blitzschaden plus 1,10% des verursachten Schadens in Leben umgewandelt. Check, gekauft. Der ist gut. Ja, jetzt noch ein Gegner. Eben war der noch nicht da. Das sind wir eh noch. Der ist aber neu. Angelockt. Grüne Typi, ich will den tot machen. Ich will den. Hat sich ausgeliehen. Hier liegt noch was? Golden. Und Gegnerleiche. Du kannst nicht die schönen Bänke kaputt machen. Wo soll ich mich jetzt hinsetzen und beten? Die sind jetzt erst schön. Das ist moderne Kunst, was ich gemacht habe. Ach so, das erklärt. Ja. Die sind aus Fässern rausgekommen. Heißt das jetzt, das sind Trunkenbolde? Oha. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Alter Schwede, jetzt wollen wir es auch wissen. Ey, jo, du kannst doch nicht wegrennen, Alter, du Kremmer. Ich brauche Geisteskraft. Und den einfach weg. Hab mich extra hin teleportiert, willst du, und der rennt weg? Tja, dafür wird es nicht. Was soll das jetzt wieder bedeuten, hä? Von deinem Geruch würde ich auch abhauen. Jetzt kommt er wieder auf der Schiene. Ja. Lass uns mal zurückgehen. Ich glaube, hier müssen wir weiter. Lass uns erstmal weitergehen. Ich glaube, hier müssen wir weiter. Ich will aber hier lang gehen. Komm her. Ich will. Mama, Mama. Oh, was ist das? Alter Schwede, was seid ihr denn? Ich habe nicht genug Geisteskraft. Meine Kraft fehlt mir. Ich muss jetzt sogar mal einen Heiltrank machen. Ich bin tot. Nein, ich hab zu spät gedrückt. Ja, ich auch. Ihr seid. Alter. Die sind gut. Vor allem, wir haben sie fast tot, ja. Ja. So. Am Speicherpunkt wiederbeleben. An der Leiche wiederbeleben. In der Stadt wiederbeleben. Am Speicherpunkt. Hab ich jedenfalls gedrückt. Ja, dann bin ich auch da. Oh, schwarz-weiß. Verdammt. Dann lass uns zurückgehen und uns rächeln. Das ging jetzt übrigens auf unser Equipment, dass wir gestorben sind, ne? Ja, ist nicht so schlimm. Kann ich mitleben. Liegt noch ein Schwert. Aber wenigstens sind sie genauso geschwächt wie vorher. Schade, der Kugelrüger hat sich gehalten. Alter, lauf da nicht weg, die Lappen.
denn für einer? Leder. Das war Lazarus. Das ist so ein Schatzsucher. Nur er hat beim König Gehör. Achso. Weil er diesmal so nicht leuchtet. Hier liegt über ins Buch. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus Westmark unmittelbar bevorstand. Aus Angst, gegen den Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu und schickten uns in den Tod. Hier liegt noch was. Lederhaube, einfacher Dolch. Lass uns mal hier lang gucken. Ach, von hier kommen wir ja. Hihi. Warte mal. Ich hab sogar eine bessere Rüstung. Hab ich was Neues? Oh ja. Plus 3 Leben pro Sekunde. Aber dafür verdiene ich den Erfahrungsbonus. Ah, die greifen mich schon an, die müssen sicher. Da müssen wir noch mal zum örtlichen Schmied und den ein bisschen verbessern, damit wir unsere Sachen verbessern können. Ja. Alter. Hat mich einfach weggeschmissen, der Typ. Die Gegner fangen langsam an, sich zu wehren. Das ist ja, das stimmt. Keine Opfer mehr. Bitte, Armschienen, Hofspieß. So, aber ich möchte nochmal betonen, dass wir hier wahrscheinlich eigentlich hin müssen. Also wäre es cleverer nochmal da zurückzugehen. Ja, okay. Dann lass uns den letzten Mal noch platt machen. So, hat sich überlebt. Massaker, 12 getötete Monster. Ich habe nicht geguckt. Ich weiß nicht. Müsste ich mir die Aufnahme ansehen. So. Auf dem Weg zurück. Backtracking for life. Jetzt läuft übrigens noch bis nächste Woche Dienstag, also noch 4-5 Tage. Läuft noch Metal Gear. Und danach kommt das nächste Blockbuster Game. Ich denke, dass wenn die Leute dieses Video sehen, es wahrscheinlich schon so weit ist, dass das nächste Spiel kommt. Ist doch egal. Ich hab's aber schon angekündigt. Falls du das letzte Limbo-Video gesehen hast, habe ich mich schon angekündigt. Wie fandst du eigentlich Limbo? Cool. Teile doch mal der Zuschauerschaft was mit, was du dazu sagst. Cool. Deine ausschwallenden Worte. Ah, die Wortwahl, das ist fantastisch. Ich war schon immer ein Mann großer Worte. Ja, hier ist noch ein Buch. Als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten, verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte vor Wut und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Unter großem Kummer durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert. Was sind das alles für Leute? Weil es, wenn du die Diablo-Videos gesehen hast, es hat zwischendurch leicht geknistert. Immer mal. So, ich habe Gesamtlautstärke und Soundeffektstärke einen runtergedreht. Das ist doch gut. Bist du bereit? Und? Ich hab auch mein Equipment geändert, ich bin bereit. Jetzt hab ich eigentlich was Neues? Ja. 20 Leben pro Sekunde durch Heiltrank. Ich hab neue Schuhe gefunden, die viel Rüstung haben, aber wenig Effekte. Ja, kann man mal anwirken. Ich würde gerne noch ein paar Sachen mit Erfahrungsbonus kriegen. Ja, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ich
glaube. Ich habe, glaube ich, drei Sachen an. Wo willst du denn hin? Ich habe nur geguckt, wo es sein geht. Zurück. Moment, jetzt bin ich verwirrt. So, folge er mir. Oh, verwirrter. Ich folge ihm. Oh, großer Mönch des Verwirrtentums. Hast du aber schön ausgedrückt. Oh ja, wie war das mit Mann großer Worte? Ja, das stimmt. Du bist ein Pöt. Ein Pöt, genau. So, hier haben wir vorhin aufgehört mit der Kunden. Also machen wir jetzt was. Mhm. Super. Nur nicht zu viel. Immerhin konntest du wieder was verprügeln. Das stimmt. Ich konnte dem Vandalismus wieder ein wenig frönen. Oh, Vandalismus. Oh, hier sind wieder so eine großen. Du kannst übrigens mit einem Rechner-Logistik ausweichen. Ich brauche Geisterwaffe. Damit sind die relativ simpel. Warte, da müssen wir weiter zurück, zurück. Das blinkt nämlich auf der Karte. Ah ja. Sind nämlich noch Gegner. Ich werde das nicht. Warte mal. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ach, das ist ein Geist? Ja. Oh, der bekämpft uns jetzt auf einmal. Das hätte er vielleicht nicht tun sollen. Ich wollte gerade sagen, was für ein Pappaufsteller hast du denn da gefunden? Ein geisterhaften Pappaufsteller. Bei Pappaufsteller fällt mir jetzt immer The Big Bang Theory ein. Warum auch immer? Weil in der einen Folge hat sich Sheldon eine Spock Pappaufsteller bestellt. Sekunde. Entschuldigung. Und der Pappaufsteller, er wollte den Spock mit von Leonard Nimoy haben. Also den ersten. Und hat den neuen bekommen aus den neuen Dings. Und da steht er vor dem Pappaufsteller, macht hier die Star Trek Bewegung hier mit der gespreizten Finger. Und sagt, lebe lang, den Schauspieler, ich hab den Namen vergessen, lebe lang und verschwinde. Ist auch ein schöner Spruch. Ja, warum hast du den Bunden nicht kaputt gemacht? Ey, ich kann ja nicht so schnell hinlaufen. Warum hinlaufen, wenn man sie wegzaubern kann? Ich hätte mich auch hinbeamen können im Nachhinein. Ja, das hättest du machen können. Boah, mein Deutsch ist auch nicht mehr das Beste. Ey, Junge, ist Buttersprache oder was? Ey, Alter. Subjekt, Prädikat, Beleidigung, Alter. Ja. Haltet eure Zauber auf. Das sind... Ave Magistros, Ave Feuermagie, ich bin frei! Ich bin frei, Athena! Schön. Nun, zurück zu meiner Mission. Was bist du denn für einer? Wer seid ihr? Das werdet ihr bald erfahren. Helft mir, meine Ausrüstung zu finden, und ich werde euch reich belohnen. Belohnen hört sich immer gut an. Sagt, was führt euch an diesen höllischen Ort? Ich muss den Skelettkönig vernichten. Kannst du mit dem reden? Dann sind unsere Ziele dieselben. Dann rede mal. Hab ich schon. Achso. Er will uns nicht sagen, wer er ist, aber wir sollen ihm helfen, seine Ausrüstung zu finden. Ah, okay. Nur wo?